So, da sind wir wieder. Ne, da wollen wir auch noch mal gleich hier anfangen. Was geht hier so ab? Also, hier ist mehr oder weniger nichts. Oh, Ampel. Gucken wir mal. Das Bett ist leer und ordentlich gemacht. Sehr löblich, sehr löblich. Das Bett ist leer und ordentlich gemacht. Das Bett ist leer und ordentlich gemacht. Tja, können wir hier irgendwas machen? Ich schaue mal unter dem Bett nach. Ja, tu das mal. Was finden wir da? Oh, ein Schminkkoffer. Scheinbar haben Sie in der Eile etwas vergessen. Aufmachen, aufmachen. Aufmachen. Ein Zahlencode. Ah, Herr. Verflixt. Was könnte die Kombination sein? Oh, Scheiße. 1, 2, 3. Hä? Warte mal. Da doch irgendwas. Aha. Ah, das habe ich drauf. Ha! 3, 2, 1 wäre auch zu einfach gewesen. Oh, der ist auch. Ausgezeichnet. Wie billig. Das Blatt hat sich wieder gewendet. Die wird mir niemand mehr wegnehmen. Ja, dann ich sollte jetzt schleunigst verschwinden. Was ist denn da drin? Ich will diesen Kerlen nicht in die Arme laufen, wenn ich das hier bei mir habe. Was ist da drin? Ich verließ leise das Hotel, Oh. rief ein Taxi und fuhr zum Flughafen. Was Ein ist da langer drin? Flug nach Mexiko erwartet mich. Also. Garrar. Was ist denn da drin? Auch schon wieder mit Smartwings unterwegs. Gibt es diese Fluggesellschaft eigentlich wirklich? Ich müsste mal googeln. Ah ja. Viva la Mexico! So, jetzt aber hier los. So. Oh. Wo fahren wir denn hin? Sind wir schon da? Ich hab Hunger, ich hab Durst. Oh! Tegolut Express. Express. Das ist ein Rastafari-Boss. Ui. Wir haben aber lange gebraucht. Jetzt Endstation? Die Reise war sehr anstrengend. Ich kann mich kaum noch auf den Beinen halten. Ich Komm. Brauchte recht lange, um das Geschäft von George im Gewirr der Straßen zu finden. Oh, wir haben was Neues an. Das ist ein Brunnen. Hä? Das Wasser im Brunnen ist ganz sicher nicht trinkbar. Es stinkt bestialisch. Ja, nimm doch mal einen Schluck. Nee? Ah, Statuen. Das war da drin. Okay. Ja, gehen wir mal zu George. Ah. An der Tür wurde eine Notiz festgemacht. Bin in Rosies Pub. George. Ah, toll. Wo ist Rosies Pub? Was ist das? Weiter der Straße entlang. Na, machen wir mal. Wäre ja zu einfach gewesen. Oh, ein Puff. Dann ist es ein Pub. Dann wird das wohl Rosies Pub sein. Hey, Senor, gehen Sie von der Tür weg. Ist der Pub geschlossen? Ich kann drinnen Stimmen hören. Natürlich haben wir geöffnet, aber nur für geladene Gäste. Ich will nur meinen Durst löschen. Ist das denn hier kein Pub? Kein Pub, Senor. Das ist ein ordentliches Restaurant, keine schmierige Kneipe. Ich habe genug Geld, wenn es das ist, worauf Sie hinaus wollen. Offensichtlich sind Sie hier neu. Deshalb werde ich Ihnen erklären, wie die Dinge laufen. Heute ist Pokernacht und nur Gäste, die persönlich von Signora Rosi eingeladen wurden, dürfen eintreten. Comprende? Kommen Sie also morgen wieder. Und wenn ich auch spielen möchte? Nur einheimische Spieler und ihre Verwandten dürfen rein und Sie kenne ich nicht, Signor. Also,
Wie wäre es, wenn ich Ihnen $30 gebe? Wie klingt das? Die Spieler geben mir 3-mal so viel, um sicherzustellen, dass sie ungestört spielen können. Aber ich denke, es gibt da etwas, das Sie für mich tun könnten. Ich höre. Sagen Sie Isabella, sie soll herkommen und ich werde eine Ausnahme machen. Das sollte ein Kinderspiel sein. Wo wohnt sie? In dem gelben Haus. Aber nehmen Sie sich vor Ihrer Mutter in Acht. Das ist eine wahre Furie. Okay, ich kümmere mich darum. Okay. Ja. Toll, wie das R so rollen kann, ne? Naja. Okay. Oh, ein Landstreicher. Hallo. Hallo. Der wird mir nicht viel erzählen können. Reinste Zeitverschwendung. Ach komm. Der wird mir nicht viel erzählen. Ja, okay. Ist ja gut. Ist das ein gelbes Haus? Gelb. Entweder ist niemand zu Hause oder alle schlafen tief und fest. Ja, von wegen ordentliches Restaurant. Guckt euch mal die Puffbeleuchtung hier an. Also, naja. Okay, das ist so ein gelbes Haus. Das Haus ist Tür. Wer zum Teufel kann das wieder sein? Es ist nach Mitternacht. Was wollen Sie? Haben Sie eine Ahnung, wie spät es ist? Und wer sind Sie überhaupt? Das ist eigentlich nicht wichtig. Ich habe eine Nachricht für Sie. Naja, eher für Ihre Tochter. Was wollen Sie von meiner Isabella? José schickt mich. Er will, dass sie zu ihm kommt. José? Oh oh. Dieser Schuft? Dieser Lustmolch? Oh oh. Und was denken Sie, was er wohl mitten in der Nacht von ihr will, ha? Poker? Sagen Sie ihm, dass Isabella so spät nicht mehr arbeitet. Sie schläft. Wie jeder anständige Bürger. Aber ich schlafe gar nicht. Du gehst nirgendwo hin, verstanden? Was will denn dieser Gauner überhaupt von ihr? Hat er Ihnen das auch gesagt? Er sagte nur, dass er sie sehen möchte. Mehr nicht. Vielleicht will er mir das Geld geben, das er mir von letzter Woche noch schuldet. Zu allem Überfluss schuldet er dir also auch noch was, hä? In Ordnung. Reden wir Tacheles. Ich werde Isa herauslassen, aber erst müssen Sie mir meinen Mann nach Hause bringen. Bevor er alles versäuft, was er bei sich hat. Comprende? Moment mal, ich werde nicht für jeden hier den Botenjungen spielen. Naja, entweder bringen Sie ihn her oder sein Geld. Sonst wird Isa das Haus nicht verlassen. Sie müssen gar nicht so schreien. Ich bin Ihnen nichts schuldig, okay? Entschuldigung, Senior, aber dieser Mistkerl bringt mich immer wieder auf die Palme. Woran erkenne ich denn Ihren Mann? Ganz einfach. Er stinkt 100 Meilen gegen den Wind und wird wahrscheinlich nicht weit entfernt irgendwo herumliegen, dieser räudige Bastard. Oh. Ich werde hier auf Sie warten. Gehen Sie endlich. Herrlich. Ja, das kann ja nur unser Freund da sein. ist die Böse. Da. Hey Mann. Können Sie mich hören? Aufwachen. Aufwachen, verdammt. Hat keinen Zweck. Der schläft wie ein Toter. Hier, yeah, gib ihm eine hiermit. Da. Das ist ja. Ja, super. Kriegen wir den denn jetzt wach? Wollen wir mit ihm nochmal quatschen? Vielleicht kann er ja helfen hier. Den da wegtragen. Haben Sie Isabella gesagt, dass sie herkommen soll? Noch nicht. Dann kommen Sie erst zurück, wenn Sie mit ihr gesprochen haben. Na, herrlich. Na gut. Okay. Oh. Ja gut, dann nehmen wir was von diesem Brackwasser da und geben ihm das einfach in die Schnauze. So, denn, hier? Haha. So, hier. Na, willst du jetzt einen Schluck trinken? Ich habe sie mit Wasser gefüllt. Nee, ehrlich. So. Ja.
Was zum Teufel ist denn los? Ich habe versucht, sie aufzuwecken. Und anders ging es nicht. Mich aufwecken? Und warum, um Himmels Willen? Ihre Frau sucht sie. Diese alte Drachen? Und darum wecken Sie mich so auf? Sagen Sie der verfluchten Furie, sie soll mich in Ruhe lassen. Naja, eigentlich ist sie mehr an dem Geld interessiert, das Sie bei sich haben. Schon klar. Sie liebt es, mich komplett zu rupfen. So sieht's nämlich aus. Geben Sie mir einfach, was Sie bei sich haben sollen, und ich bringe es ihr. Ich habe nichts. Ich habe heute Abend alles versaffen. Ja, es war eine gute Nacht. Sie hätten dabei sein sollen. Hören Sie, ich muss in diesen Pub, aber der Türsteher wird mich erst reinlassen, wenn ich ein Mädchen namens Isabella mitbringe, die wiederum das Haus nicht eher verlassen kann, als bis ich ihrer Mutter das Geld gebracht habe, das sie nicht haben. Kapiert? Vielleicht. Das habe ich erwartet. Das hat doch alles keinen Zweck. Haben Sie wenigstens etwas Wertvolles? Geben Sie es mir und ich werde das Geld für Sie zahlen, damit dieser ganze Zirkus ein Ende hat. Ich habe aber nur das, was ich am Leibe trage. Oh Mann, von dem kann ich nichts erwarten. Dann buenas noches. Sie haben mir kein Stück geholfen. Vielleicht können wir ja anders mit dir verhandeln. Hallo. Wo ist er jetzt? Er war so betrunken, dass er nicht mehr auf seinen eigenen Füßen stehen konnte, richtig? Ja, so könnte man es sagen. Aber ich habe das Geld. Was denn? Hat er es Ihnen einfach so gegeben? Da stimmt was nicht. Naja, wenn Sie es nicht wollen. Einen Augenblick. Das habe ich nicht gesagt. Geben Sie es her oder ich rufe um Hilfe. Was? Ich kümmere mich um diesen verdammten Säufer und Sie... Ach, vergessen Sie's. Hier ist das Geld. Es ist mehr, als ich erwartet hatte. Das hat er bestimmt beim Poker gewonnen. Nur gut, dass Sie es hergebracht haben. Aber jetzt bin ich an der Reihe. Danke, Fremder. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will wieder zurück in mein Bett. Muss morgen früh raus und zum Markt. Sonst verkaufe ich wieder nichts. Buenas noches. Gern geschehen. Zicke. Ui, hallo. Hallo? Hier will ich aber irgendwie hinterher. So, schnell. Uzi, das gibt's doch nicht. Ich habe getan, was Sie wollten. Sie hatten Glück, dass Ihre Mutter schlief. Sie hat nicht geschlafen. Sie müssen mit Engelszungen gesprochen haben, um die umzustimmen. Etwas in der Art. Kann ich jetzt rein? Nein, können Sie nicht. Was? Und warum nicht? Wir hatten eine Abmachung, oder nicht? Oh, eine Abmachung, Sie. Aber Sie müssen mich entschuldigen, Senor. Ich habe ganz vergessen, dass Sie eine Spielmarke für den Eintritt brauchen. Ohne kann ich Sie nicht reinlassen. Heute ist doch Spielernacht. Erinnern Sie sich? Sie haben aber keine Spielmarke erwähnt. Ich werde Ihnen eine bringen. Aber wagen Sie es nicht, noch was zu vergessen. Jeder, der eine Spielmarke vorzeigt, darf rein. So will Rosi es. Mir egal, wo Sie eine herbekommen, comprende? Comprende. Arschkrampel. Hat er vielleicht noch eine? Sie waren den ganzen Abend in Rosies Pub, was? Da können Sie Ihren Hintern drauf wetten. Was für eine Nacht. Dann haben Sie wahrscheinlich auch die Spielmarke für den Eintritt. Natürlich. Ohne die komme ich nicht rein. Würden Sie sie mir überlassen? Naja, sieht nicht so aus, als bräuchte ich sie heute noch. Doch haben Sie wohl recht. Ach, zum Teufel, nehmen Sie sie. Schließlich haben Sie meine Schulden bezahlt. Und trinken Sie einen Tequila auf mich. Ja, machen wir. Trink mal Tequila auf dich. Ja, so, Da. Ich habe die Spielmarke. Lassen Sie mich jetzt rein. Kein Problem, Senor. Willkommen bei Rosi. Viel Glück beim Spielen.
Toll. Super. Das war's, ja? Okay? Ja, wirklich, es war's. Wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bis dann.